Hallo, Freunde. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Die funken gerade, deswegen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz. Kommen. Rauchsäule bestätigt. Sie werden eingewiesen. Kommen. Verstanden. Ende. So, nochmal willkommen zur nächsten Folge Notruf 2. Heute Freitag, Hälfte geschafft. Von Notruf tatsächlich schon wieder. Ja, ich habe Bedenken, dass es derselbe Einsatz ist wie letztes Mal. Wurden ja in der letzten Folge zufällig alarmiert. Und jetzt fahren wir da auch gleich raus. Wieder ein Containerbrand. Rauchsäule bestätigt. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass es derselbe Einsatz ist wie letztes Mal. Aber ich hoffe, dass es nicht so ist. Aber Containerbrände sind ja tatsächlich, finde ich, was Schönes, Chilliges, kann man öfters mal fahren. Und desto größer der Containerbrand ist, desto besser. Solange es nicht wieder der Gartenlaubenbrand ist, wie haben wir den im Video gemacht? Weiß ich nicht mehr. Da hat auf jeden Fall eine Gartenlaube gebrannt und am Ende war, oder es war Alarmierung, war Containerbrand. Und als wir angekommen sind, hat auch nur ein Container gebrannt, aber bis das S-Rohr einsatzbereit war, mit Wassereingang und so weiter und so fort, hat auf einmal die ganze Gartenlaube gebrannt und dann war auch auf einmal der ganze Löschzug vor Ort. So, da brennt unser Hakenlift-Container. Freunde, Hakenlift, das Beste, was es auf der Welt gibt. Ich sag's, wie es ist. Und in dem Fall alarmieren wir jetzt spaßeshalber Leitstelle Mülheim von 1 TLF 4001, kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Erste Lagemeldung. 10 Kubikmeter Container im Vollbrand. Lage wird weiter erkundet. Kommen. Das ist verstanden. Ende. 10 Kubikmeter Container, das stimmt tatsächlich sogar. Das kann ich euch sagen, so wie es in der Bibel steht. Scheiße, da steht ja komplett in Vollbrand. Leck mich am Arsch. Gut, dass wir das LF24 nachalarmiert haben. Das ist top. Ich hoffe, das greift nicht über auf die anderen Container. Ich war mir jetzt mal ganz kurz. Warte mal. Ich war mir jetzt kurz mit. Nee, warte. 1 Brandbekämpfung, Löschwassereingang. Ich werde aber mich mit dem bequatschen. Schnell. Ah, gut, dass sie hier sind. Ich hatte sie angerufen. Aha, erzählen Sie mir, was passiert ist. Ich hoffe, der baut es jetzt alleine auf. Wer nett, wäre scheiße. Sieht aber nicht so aus, als würde der irgendwas machen. Der wartet jetzt wahrscheinlich. Sagen wir bitte, dass es. Ah, doch, 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 er macht tatsächlich. Das ist doch schön. Aber wir müssen noch nichts dem Chef sagen. Wenn es auf die anderen Container übergreift, haben wir ein dezentes Problem. Ich hoffe, dass es übers S-Rohr geht. Wir haben ja noch ein zweites dann da. Noch ein zweites S-Rohr. Wenn das LF24 da ist, soll das eskalieren. Ansonsten müssen wir eine vollständige Wasserversorgung aufbauen. Das werden wir aber übers LF machen. Während das die Kollegen vom TLF schon löschen. Spannender Einsatz. Da habe ich dann angerufen. Will ja kein Ärger, ne? So, haben wir es dann jetzt mal? Ich würde jetzt gern anfangen. Sie ist jetzt schon fertig. Ich kann auch nicht weg, Alter. Ich kann denen auch nicht sagen, dass er anfangen soll. Verstanden. Und weiter gehen Sie zur Seite. Bleiben Sie hier. Bleiben Sie hier. Brandbekämpfung, Löschangriff, Schnellangriff. Ab jeder der Bäder. Leitstelle Mülheim von 1 TLF 4001, kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Weitere Lagemeldung. PA zur Brandbekämpfung vor, Brand unter Kontrolle. Kommen. Das ist verstanden. Ende.
Meint ihr, dass LF24 kommt? Ich hoffe es ja, dass es kommt. Wir sind zwar jetzt gleich fertig, aber... Ich sehe es nicht, ich höre es nicht, aber ich hoffe es. Ob das Brandstiftung war? Man weiß es nicht. Schauen wir uns die Sachlage doch hier mal genauer an. Hier liegen nur Flaschen rum, also nichts Besonderes. Der soll jetzt gleich mal hier Brandbekämpfung. Achso, okay, geht noch nicht. Oder geht das jetzt? Jetzt können wir Glutnester suchen. Das soll ich auch gleich machen. Ja, such mal nach Glutnester, Kollege. Ich suche mit der Wärmebildung. Hoffentlich dürfen wir wieder die Dings benutzen. Das wäre auch was ein cooler Einsatz für einen Dachwerfer gewesen. Einfach so. Einfach so halt. Das sieht nicht gut aus. Da müssen wir nochmal nachlöschen. So, jetzt brauchen wir dieses Hackengerät noch. Also ich warte übrigens immer noch aufs LF24, was ich nach alarmiert habe. Ich hoffe, das kommt auch noch. Ja, ich sehe es immer halt noch nicht. Ja, ich denke mal, gut, wir hätten es jetzt nicht gebraucht. Aber wie gesagt, es war halt echt ausprobiert von wegen von der Dings halt. So, jetzt gabeln wir da drin wegen rum. Wow, da brennt es noch gut, Alter. Unerwartet. Tatsächlich unerwartet. Aber cool, dass es dann doch nochmal so abgeht. Dann lasse ich den jetzt nochmal gucken. Guck du nochmal. Keine Glutnester mehr. Absolut delicious. Dann könnt ihr jetzt zusammenpacken hier. Und wir schauen mal, was das LF24 macht. Einsatz zusammenpacken. Das ist super. Das steht hier und macht gar nichts. LF24. Ist auf Einsatzfahrt. Ihr seid am Arsch, Alter. Ihr seid alle gekündigt. Ich sag's, wie es ist. So, wir müssen den Scheiß auch aufräumen. Das heißt, nach dem Einsatz müssen wir das Ganze dann auch zurücksetzen wieder. Weil das LF24 irgendwie verbuggt ist. Ich weiß nicht, ob es an den Haspeln liegt, dass die fort sind. Das heißt, ich muss wieder einen neuen Spielstand starten. Damit die halt wieder da sind, weil ich habe keine Ahnung, wo die vergessen haben. Wahrscheinlich am letzten Einsatz, wo ich auch zurücksetzen musste, leider Gottes. Aber naja, ich sag's wie es ist, ne? Nicht schön, aber was willst du machen? So. Was soll ich aufheben? Achso, den Hydranten. Ha. Den Unterflurhydranten Dingsbums. Also der Standrohr heißt es, genau. Naja. Stell dir mal vor, wir hätten das LF gebraucht. Und dann haben die einfach nichts gemacht. Stellt euch einfach mal vor, jetzt haben wir. Ja doch, ich dachte schon, der zieht es an. Anstatt es hier aufzudingsen. Gibt es eigentlich schon Baumsäge-Einsätze hier? Oder gibt es die noch gar nicht? Die waren eigentlich auch immer ganz cool, die Baumsäge-Einsätze. Und runter
So, Ladies, abrücken. Schauen wir mal, ob der KI-Fahrer da wieder fein. Ah ne, da ist eh eine Ausfahrt. Ich dachte, der. Ups, jetzt bin ich ausgestiegen. Ich dachte, der muss rückwärts rausfahren. Ich denke mal, dass ich euch die Rückfahrt wieder erspare. Und den. Zach, den Bericht. Schauen wir mal, vielleicht nächste Folge. Von 1 DLF 4001 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Abschließende Lagemeldung. Feuer aus, Einsatzstelle an Mitarbeiter übergeben. Rücken wieder ein, kommen. Ja, das ist verstanden. Ende. Ja, das ist verstanden. Ende. Ende ist hier das Stichwort Überleitung des Todes. Vergesst nicht, am Sonntag kommt ein Sonntagsvideo. Und dann geht's am Montag wieder weiter. Mit Notruf. Und bis dahin, tschüss.